Informatikinstitut haben uns damit beschäftigt, wie Smartphones in der Zukunft aussehen können und sind draufgekommen, dass die heutigen Smartphones Probleme haben, weil man sich auf einen sehr kleinen Bildschirm konzentrieren muss. Und das saugt einem die ganze Aufmerksamkeit auf und man fühlt sich sozusagen so richtig von einem Smartphone überfordert. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt zu einem Smartphone einen Projektor gekoppelt und dieser Projektor kann ein viel größeres Bild an die Wand werfen. Und es hilft auch anderen, die dabei stehen, zu erkennen, was man auf einem Smartphone macht. Es hilft sozusagen Gruppen, wenn sie gemeinsam medialen Content genießen wollen, den Content anzusehen. Und das Interessante an der Technologie, die dahinter steckt, ist, dass wir eine neue Interaktionstechnik mit vorstellen. Das nennt sich Peephole Pointing. In Peephole Pointing funktioniert wie eine Taschenlampe. Der Projektor ist quasi eine Taschenlampe in eine virtuelle Welt. Das heißt, mit dem Projektor können Sie, egal wo Sie hinleuchten, immer neue virtuelle Gegenstände entdecken. Oder wenn Sie einen Desktop sich vorstellen von einem herkömmlichen PC, dann können Sie einen überdimensionalen großen Desktop plötzlich mit diesem Projektor sichtbar machen. Ich habe hier nämlich einen Prototypen entwickelt. Das ist ein herkömmliches Handy, gekoppelt mit einem Laserprojektor. Und dort läuft spezielle Software, die uns dieses Peephole Pointing ermöglicht. Wenn Menschen zusammenarbeiten wollen, man kann sich vorstellen beim Brainstorming, dass man gemeinsam Ideen gruppiert. Die Teilnehmer eines Brainstorming-Meetings könnten jetzt Ideen zu diesem Smartphone schicken und der oder die Projektor-Benutzerin könnte diese Ideen herumgruppieren und könnte die vollkommene Möglichkeit dieses Peephole-Interfaces ausschöpfen.